Mit Korsett macht dieses Outfit mehr Sinn. Aber ich ziehe es erst an, wenn ich in Bochum bin. Weil ich sonst sterbe auf der Fahrt. Junge, ich hasse Deckenlicht so sehr. Es ist jetzt 2 Uhr oder so. Ich war heute noch bei ehemaligen Treffen vom Mathe-LK. Also jetzt nicht die ganze Stufe oder so, sondern nur der Mathe-LK. Und es war so cool. Ich habe mich richtig davor gedrückt. Also ich habe richtig gesagt, ich habe keinen Bock, ich will da nicht hingehen. Und habe dann einfach durchgepusht. Und ich bereue es null. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe so... Es war wie eine Reise in die Vergangenheit. Also es war auch irgendwie so ganz komisch, weil es war ein anderer Ort und andere Menschen. Und trotzdem war es halt so vertraut und auch einfach richtig schön, die Leute mal wieder zu sehen. Und keine Ahnung, so... Ich habe meinen ehemaligen besten Freund wieder gesehen. Und wir haben auch so nice Gespräche geführt. Ich habe auch einfach gemerkt, man appreciated das so anders, wenn man sich halt so selten sieht. Also ich appreciate es eh so sehr. Man denkt halt immer, oh ja, man sieht die Leute irgendwann wieder, aber so obviously mehr als die Hälfte der Leute aus dem Mathe-LK waren gar nicht da und man weiß halt nie, ob man die Leute wieder sieht, so, also das ist auch so eine Sache, ne? Ihr wisst nie, wie lange irgendwer noch hat von uns und man weiß es nie, ob man die Person wirklich nochmal wieder sieht, man weiß nie, was alles passieren kann. Deswegen, appreciated jeden Moment, appreciated die Sachen, die ihr habt, die Momente, die ihr erlebt. Ich tue das sehr. Ich werde jetzt schlafen gehen. Ich bin gerade die schlechteste Vloggerin ever. Ja, ich bin hier zu Hause. Ich habe mir gerade die Haare gewaschen. Mal wieder nach einer Woche nicht Haare waschen. Das Wochenende war so toll. Ich war gestern ja noch auf diesem Mathe-LK-Treffen. Es war einfach richtig cool, die Leute wieder zu sehen. Und irgendwie sind alle so selbstbewusst geworden. Und das war irgendwie so ein richtig schöner Moment, das zu sehen, wie alle halt so gewachsen sind und alle so ihre verschiedenen Sachen machen. Und ich bin richtig happy, dass sich das alles so ergeben hat, dass ich überhaupt dahin konnte, weil ich ja nur wegen der Hochzeit auch in Bochum war. Ich habe heute tatsächlich noch gestreamt, nachdem ich nach Hause gefahren bin mit dem ICE. Und morgen ist so ein richtiger Hasseltag. Ich muss morgen komplett ein Video durchballern und dann meine Bachelorarbeit fertig machen, weil ich sie ja übermorgen abgeben möchte. Ich habe Angst. Ich habe ganz große Angst. Aber ich packe das. Ich werde mich jetzt in mein Bettchen begeben. Ich bin tatsächlich ein bisschen kaputt. So. Ich habe jetzt ein bisschen Rohschnitt fürs Video gemacht und jetzt gehe ich erstmal ins Badezimmer und mache mich fertig für den Tag. Miami, das Essen war so mies lecker. Bin gerade selbst überrascht, mit was für simplen Zutaten ich mittlerweile so geiles Essen irgendwie kochen kann. Aber ich muss auch wirklich sagen, meine 2 Tipps fürs Kochen. Es gibt 2 Sachen, die sind am wichtigsten. Einmal Timing, Sachen nicht zu lang und nicht zu kurz irgendwie anbraten, kochen, was auch immer. Das ist eine Sache, wo man echt Fokus drauflegen muss beim Kochen, finde ich. Und zweitens, dass man die Sachen fein genug schneidet. Das ist mir persönlich mega wichtig, dass halt das Gemüse und so klein genug ist und die Zwiebeln klein genug sind und sowas. Und das sind die 2 Sachen, auf die ich mich mega fokussiert habe und die halt wirklich so einen Unterschied gemacht haben. Ich werde mich jetzt hier hinsetzen, das Licht anmachen und mich an die Bachelorarbeit setzen. Bachelorarbeit ist fertig. Cool. Ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben. What the fuck? Übrigens sieht das Ganze ausgedruckt so aus. Ich habe einfach so viele Seiten geschrieben. Heilige Maria und Josef.
Und jetzt ist einfach vorbei. Oh Mann. Krass, ja. Boah, guck mal. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Tag Fulltime Content Creator, I guess. Ich habe gestern meine Bachelorarbeit abgegeben, wie ich ja schon gesagt habe. Es fühlt sich irgendwie noch sehr surreal an. Ich habe auch gestern diesen Hut getragen. Er ist fantastisch. Den habe ich von meiner Schwester mitgenommen. Ansonsten habe ich heute schon sehr viele Erledigungen gemacht. Ich habe endlich meinen alten PC verkauft bekommen, habe den weggeschickt. Ich habe ein bisschen angefangen aufzuräumen und zu spülen und so, weil ich am Samstag hier eine Feier machen werde. Ja, es sieht noch very bad aus right now hier, aber das wird noch alles aufgeräumt bis Samstag. Und ab morgen ist schon Mike wieder da. Junge, die Zeit vergeht so schnell, wirklich. Muss ich mich erstmal in meinem neuen Alltag zurechtfinden. Ich werde gleich zur Therapie gehen. Und danach gehe ich nochmal in die Stadt, um ein Geschenk zu kaufen für Tascha. Die hatte gestern Geburtstag. Und wir feiern übermorgen. Boah, ich sehe so fertig aus, ne? Please ignore. Ich weiß auch nicht, warum ich so kaputt aussehe. Ich glaube, ich sollte mehr Wasser trinken. Let's go. Ich nehme euch heute einfach mal ein bisschen mit den Tag über. Bis jetzt habe ich nur ein bisschen aufgeräumt, den PC weggebracht und ich muss dringend los. So, ich habe ein paar Sachen besorgt bekommen. Und zwar habe ich so ein Notizbuch gekauft und noch einen süßen Fineliner dazu. Und in der gleichen Farbe noch so ein paar Sticker. Die fand ich auch ganz cute. Und so eine Karte, wo einfach Lebe, Liebe, Lache drauf steht. Fand ich lustig. Erst ist eher so ein Joke-Geschenk. Und ein Hello Kitty Drink dazu. Und dann packe ich noch eine Boba-Stempelkarte, eine volle dazu. Und jetzt gibt es für mich Essen. Ich habe mir Sushi gegönnt, weil ich gar keinen Bock hatte, irgendwas zu machen. Ich bin gerade actually an einem Punkt, wo ich lange nicht mehr war. Und zwar habe ich mich zu sehr übernommen und mir zu viel vorgenommen. Ich merke, dass es gerade sich in Panik und Krise auslebt in mir. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dieses Wochenende so viel geplant und ich habe halt so viel Verantwortung übernommen wegen bezüglich, ich plane dies, ich plane das und ich will das machen und muss dann aber noch zwischendrin einkaufen und putzen und dies, das, anderes. Morgen mache ich ja 8 Stunden Stream und es ist einfach alles zu viel. Aber ich habe beschlossen, dass ich jetzt einfach Pause mache, jetzt mich einfach bettfertig mache, ins Bett gehe, schlafe und morgen dann vielleicht so das letzte To-Do noch mache. Und ansonsten, ich freue mich halt so sehr auf das Wochenende, aber ich will halt, dass alles perfekt ist und ich möchte es allen Leuten recht machen. Ich will ein tolles Geschenk machen, ich will tolles Essen haben, ich will, dass alle am gleichen Ort sind und alle Spaß haben. Ja, ich möchte es einfach perfekt haben, aber vielleicht sollte ich einfach mal sagen, hey, ich lasse jetzt einfach los. Was kommt, das kommt. Ich habe jetzt grob geplant und wenn es diese grobe Zeiteinteilung nicht wird, dann ist es halt so. Selbst wenn ich zu meiner eigenen Party zu spät komme, I don't give a fuck. Ich hoffe einfach aufs Beste, dass alles klappt. Und wenn nicht, dann nicht. Ne? Mehr kann man ja auch nicht machen. Mein Licht ist in meinem Zimmer kaputt, deswegen muss ich mich hier immer so durchs Dunkle wühlen. Also meine Glühbirne ist einfach, ne? Ihr wisst schon. Naja, zum Glück benutze ich das Licht eigentlich eh so gut wie gar nicht. Ich werde jetzt noch mein Zimmer aufräumen und dann geht's ab ins Bettchen schlafen.